Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer kleinen Spielshow hier auf dem Kanal. Wir spielen heute das wunderbare Spiel Zuordnen, das nicht von PietSmiet natürlich geklaut wurde. Und die Kandidaten des heutigen Abends sind einmal der gute Lukas Moin. und der gute Lenz. Abends. Und ja, ihr beide kennt die Regeln noch nicht so wirklich, ne? Beziehungsweise auch die Zuschauer kennen die Regeln vielleicht noch nicht so wirklich. Deswegen erkläre ich sie euch einmal, vielleicht. Und zwar anhand der ersten Kategorie. Wir haben heute 13 Kategorien, also es wird ein langer Abend. Und anhand der ersten Kategorie möchte ich euch das Spiel einmal erklären. Und die erste Kategorie für den heutigen Abend lautet Games und ihre Entwickler. Wir haben jetzt hier 10 Spiele stehen in den dunkelgrünen Kästchen. Und zwar sind das die Sims, Left 4 Dead, Ring Fit Adventure, Dark Souls, Fall Guys, Spider-Man Miles Morales, Pokémon Schwert und Schild, Smash Bros., Fallout 76 und Monster Hunter Rise. Und rechts, für euch rechts, für die Zuschauer in der Mitte des Bildes, in den blauen Kästchen, haben wir 10 Entwickler. Einmal kurz, ganz wichtig, es geht hier um die Entwickler, nicht um die Publisher, ja? Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel denkt hier, Smash oder Pokémon hier Nintendo, es geht nur um die Entwickler, nicht um die Publisher. So, und von den Entwicklern haben wir Bandai Namco, Nintendo, Bethesda, Capcom, Game Freak, From Software, Mediatonic, EA, Insomniac Games und Valve. So, wie läuft das Spiel ab? Lennart wird gleich anfangen. Das haben wir vorher übrigens schon ausgelost. Lennart wird gleich anfangen. Und er wird mir gleich eines der rechten Sachen sagen und mir das zuordnen zu einer der linken Sachen. Ja? Und wenn das falsch ist, Lenz, dann ist Lulu dran. Deine Runde ist vorbei und dann ist Lukas dran. Du kriegst aber keinen Minuspunkt und Lukas kriegt auch keinen Pluspunkt, sondern es geht einfach weiter. Lukas ist dran, niemand kriegt einen Punkt. Okay. Wenn du aber richtig zuordnest, dann kriegst du einen Pluspunkt. Und du bist weiter dran. Das heißt, man ist so lange dran, bis man einen Fehler macht. Und Yes. in den nächsten Runden, in den nächsten Kategorien, fängt dann immer derjenige mit weniger Punkten an. Ja, also, habt ihr alles verstanden soweit? Jo. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, können wir direkt anfangen. Lennart, ich hätte gerne von dir den ersten Entwickler zu einem der Games zugeordnet. Bitteschön. Okay, ich fange mal an. Zum Glück ist das noch relativ, relativ simpel. Ich nehme From Software und tue das zu Dark Souls. From Software zu Dark Souls, das ist absolut korrekt. Damit kriegt Lenz den ersten Punkt und ist weiter dran. War das schon mal extra so eingebaut für einen Mitleidspunkt für mich oder Nein, was nein, war nein, 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 da? nein, 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 nein. Mach mal So. eben die Dinge ein bisschen größer. So. Ja. Ich darf weitermachen, ne? Du darfst weitermachen. Okay, dann machen wir Game Freak Ja. und Pokémon Schwert und Schild. Game Freak und Pokémon Schwert und Schild, und auch das ist absolut korrekt. Kommt da schon ein schwitzender Lenz? So. Fragezeichen. Ach, nee, zwei, drei sollte ich noch hinkriegen. Aber dann damit schwer tatsächlich. Weil das auch so manche Games sind, die ich jetzt persönlich nur vom Namen kenne und jetzt überhaupt nicht zuordnen kann. Dann nehmen wir EA Ja. und die Sims. EA zu The Sims, und auch das ist wieder korrekt. Drei Punkte schon mal für dich. Dann als nächstes, da wird schon nicht mehr hundertprozentig sicher. Lass ja alle zu, aus aller Zeit der Welt. Capcom. Ja.
Oh, jetzt muss ich erstmal. Ist das so richtig? Ah, das. Da könnte Andrea vorlegen, warte mal. Ne, tut mir leid, ich muss das einmal noch umändern. Ich gehe mit Nintendo. Ja. Wobei. Oh, Ja, Nintendo. Einige Switch-Spiele hier auf der Liste. ja, das macht es ja nicht gerade einfach. Nee, ich bleibe bei Capcom. Tut mir Ja, leid, nochmal ich gehe umswitchen. wieder zu Capcom, alles gut. Und gehe mit Monster Hunter Rise. Oh, Capcom zu Monster ist Hunter das. Rise, Lenz. Oder ist das schon. Nein, das ist richtig, Lenz. Capcom Okay, zu Monster okay. Hunter Rise. Ist korrekt. Gut. So, und jetzt denke ich Dann. mal, fängt es bei dir an, langsam schwierig zu werden, ne? Ja, zumindest, dass man, wo halt mehrere in Betracht kommen, wo ich nicht mehr 100%, wer jetzt Publisher ist, wer Dings, Entwickler, weil ja doch manche auch miteinander zusammenhängen und der eine dann published. Und das Dings, ach. Ach, Mist, Mist. Ich meine, vier, Lulu könnte noch dann 6-4 vorbeiziehen oder dann links. Also einen müsste ich schon noch mitnehmen. So, Lenz, ich müsste so eine kleine Zeitbegrenzung, müsste ich Ja, tatsächlich dann doch mal das ist schon einbauen, weil richtig. sonst dauert das hier zu lang. Ja, Ich gebe dann dir gehe noch ich 20 mit. Sekündchen. Ja. Dann gehe ich mit Nintendo und. Oh. Nee, das Dings ist nicht. Ring Fit Adventure. Nintendo zu Ring Fit Adventure. Bist du sicher, Ja. Lenz? Letzte Ja, machen wir. Taschenaufpause ist vorbei. Nintendo zu Ring Fit Adventure ist richtig, Lenz. Das ist Dem Herrn absolut sei Dank. korrekt. So. Ja, Ja, die ich wäre Hälfte. mal ratsam, jetzt auch auf sowas zu achten, so Mediatonic, Die Sonic Hälfte ist Games, noch. Valve, auch schon gehört, aber. Ja, Valve. Also wir haben noch Fall Guys, Spider-Man Miles Morales, Smash Bros. Fallout, Left 4 Dead. Wie gesagt, du wirst für falsche Antworten nicht bestraft, ne? Also Ja. kann man auch mit etwas mehr Bandai Risiko mal Namco. spielen. Ja, Bandai Namco. Bandai Namco. Ja. So, das kann ich ausschließen, das kann ich ausschließen. Das kann ich ausschließen. Ja, 50-50 jetzt. Und Fallout. Bandai Namco Oder war Fallout das Dings? 76. Ja. Dann machen wir das so. Aber Lenz, das ist leider der erste Fehler des heutigen Ja. Abends. Bandai Namco gehört nicht zu Fallout 76. Und damit darf Lukas jetzt. Bitteschön. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Bethesda zu Fallout. Machen wir Ja, Bethesda zu ja. Fallout. Das ist absolut korrekt, die Wertung. Dann als nächstes Mediatonic zu Fall Guys. Mediatonic zu Fall Guys Ultimate Knockout. Auch das ist natürlich korrekt. Dann Insomniac Games. Ja. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das war Spider-Man. Insomniac Games zu Spider-Man Miles Morales? Sicher? Ja. Gut, dann tun wir das dahin. Und das ist auch korrekt. Stark. Okay. Dann würde ich Valve zu Left 4 Dead packen. Valve zu Left 4 Dead. Packen wir Valve zu Left 4 Dead, Lukas. Das ist nämlich absolut korrekt und Ach, da war ich, ja, es war Okay. 50-50, war mir bei Damit gönne Smash ich dir Bros. Nicht Bandai sicher. Namco auch direkt schon mal zu Smash. Und damit sind wir dann bei einem Stand nach der ersten Kategorie von 5 zu 5, was jetzt ein bisschen Ist das problematisch nicht ist. 5 zu 4? Was bitte? Wird das 1 rausgegangen? Ist es nicht 5 zu Ja, aber das 4? kriegt Lukas ja automatisch Okay, zugerechnet richtig, okay, quasi, weil ja gut. nur noch eins übrig ist. Ja, da muss der Zufall entscheiden, wa? Da muss jetzt. Oder Oder ich bin der eben vorhin Mann nicht und sag angefangen hat. Lulu. Genau, oder ich sag Lulu darf dann anfangen, weil ich gerade angefangen Ja, habe. das hört sich Können nach wir auch einer machen. guten Sache an. Ja. Das finde ich okay. Also wir haben Gleichstand nach der ersten Kategorie 5 zu 5. Damit kommen wir jetzt dann zur Runde 2, wo Lukas anfangen darf. Und Runde 2 lautet Künstler und ihre Songs. Okay. Und wir haben Materia, Galantis, F, Post Malone, Avicii, Sia, Alan Walker, Plan B, Bowser und Daft Punk und die dazugehörigen Songs Myself, Sing Me to Sleep, Broken Arrows, Was du Liebe denn, She Said, Stimme Around the World, So schön verstrahlt, Chandelier und Runaway. Lukas, bitteschön.
Okay, dann packen wir Chandelier zu Sia. Chandelier zu Sia. Das ist dein erster Punkt für diese Runde. Okay, was du Liebe nennst zu Bowser. Was du Liebe nennst, kommt zu Bowser. Das ist auch korrekt. Ich gebe dir gleich später die Punkte dann, ne, Ja, sobald. alles gut. Runaway zu Galantis. Runaway in Klammern You and I kommt zu Korrekt. Galantis. Jawohl. So, bei den anderen wird es jetzt schon schwieriger. Around the World zu Daft Punk. Around the World zu Daft Punk. Das ist der, ja, die sind die einzigen Worte, die in diesem Lied gesungen werden und die kommen zu Daft Punk. Ganz genau. Und keine Sorge, es kommen auch noch Kategorien, wo ihr wahrscheinlich bei allen Probleme haben werdet. Ist jetzt nicht so, dass hier jetzt hier einer die ganze Zeit durchrusht. So schön verstrahlt zu Materia. So schön verstrahlt. Kommt zu Materia. Ja, ist korrekt. Oh Mann, ey. Eins weiß ich trotzdem noch. Eigentlich nicht mehr wirklich. Ich kenne auch zwei Künstler, die da links stehen, gar nicht. Okay. Myself zu Post Malone. Myself zu Post Malone. Und auch das ist korrekt. Als ob. Vier bleiben noch übrig für diese Runde. Ja. Damit wissen wir auch schon, dass Lenz anfangen wird nächste Runde. So, auch hier würde ich eine Ja. kleine Zeitrestriktion setzen dann. Gibt ja nochmal 20. Heißt das sieht Eros oder Avos? Arrows. Okay. Ach so, da steht Avos, wa? Ups. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich hoffe, ich habe das nicht so übernommen in in die Grafik. Broken Arrows zu Alan Walker. Broken Arrows zu Alan Walker. Und da ist dein erster Fehler. Bist noch den ganz. Broken Arrows kommt nicht zu Alan Walker. Lenz, du sagst, du weißt noch einen? Genau, Stimme und F. Jo, Stimme kommt zu F. Das ist richtig. Hast du das vorhin so oder hast du das im Nachhinein erst korrigiert, das was falsch war und schon direkt zugeordnet? Oder Nee, was falsch war, lasse ich einfach rechts stehen. Aber du weißt ja zumindest schon mal, wo es nicht hingehört. Genau. Könntest jetzt den das Lied versuchen zu guessen oder ein anderes machen. Also ich denke, es sind auch alles Lieder, die ihr kennt, aber wo ihr einfach vielleicht nicht wisst, dass die von Den dem Künstler, Songtitel, ja. ja, den Ja. Songtitel oder dass die von dem Künstler sind. Ja. Da muss ich ja raten. Dann mache ich Broken Arrows. Was ist Plan B? Plan B? Dann machen wir Broken Arrows zu Plan B oder Plan B. Broken Arrows zu Plan B. Ja. Machen wir das, aber das ist leider falsch, Lenz. Ach, Broken Arrows natürlich. kommt auch nicht zu Plan B. So, jetzt ist die Frage, Lukas. Was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich sie vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Oh, stark. Ja, das ist auch manchmal echt tricky, ne? Wenn man denkt, man kommt eigentlich da jetzt nicht mehr dran und dann steht man dann auf dem Schlauch. Ich glaube, Broken Arrows Ja. zu Avicii. Broken Arrows willst du zu Avicii tun? Scheiße. Ja, Ja. Natürlich habe ich 50. Lenz weiß es schon. Broken Arrows kommt zu Avicii. Ach Mann, ey, 50-50. Ich lieg echt immer daneben. Okay. Und nochmal ein Na gut, jetzt 50-50. ist reines Raten. Ne? Mal gucken, ob du richtig liest, Lulu. Sing Me to Sleep Ja. zu Alan Walker.
Sing Da Me hätte to ich auch Sleep zu 100.000, Alan ne? Walker hätte Lance auch gemacht und da liegt ihr auch beide richtig. Das ist korrekt. Scheiße. Und damit, she said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby. Oh. Zu Plan B, richtig. Brauche ich gar nicht mehr. Nice. Brauchen wir gar nicht mehr überlegen. Lulu kriegt die 2 Punkte auch noch. Und damit steht es 14 zu 6 nach 102 für Lukas. Und damit geht es auch direkt weiter. Lenz darf nun beginnen in Kategorie 3. Und die lautet Länder und ihre Einwohnerzahlen. Jetzt muss ich aber mal eben eure Punkte mit rüber kopieren. Nicht, dass sie weg sind einfach. Länder und ihre Einwohnerzahlen, Lenz. Da kennst du dich doch mit aus, oder? Wir haben Ja, sollte man meinen, ja. Italien, China, Frankreich, USA, Spanien, Indien, Japan, Schweden, Brasilien und Russland. So, die Einwohnerzahlen an sich lese ich jetzt mal nicht alle vor. Jedenfalls sind die alle gerundet auf 1 Million. Also auf die Millionenstelle, den Einer in den Millionen. Darauf sind die alle gerundet. Alles klar. Ja, asozial, ne? Die beiden größten Staaten rauszunehmen. Wo man das Wachstum, ich habe es jetzt nicht perfekt im Kopf. Okay. Aber ich darf beginnen, Du ne? darfst beginnen. Dann fangen wir an mit Schweden und 10 Millionen. Schweden und 10 Millionen ist der erste Guess. Beziehungsweise, vielleicht wusstest du es auch, das ist richtig. Ich nehme mal an, dass du es wusstest. Kann man jetzt auch relativ von den Zahlen vergleichen, wenn man das einigermaßen einordnen kann. So, der Rest ist gar nicht mal so krass, einfach weil die Differenzen nicht so groß sind. Die sind nicht absolut groß, ne? Also zumindest jetzt bei den Paaren, wo man okay weiß, okay, das könnte jetzt das eine oder das andere sein. Aber ich meine, dass ich brauche so ein paar safe Punkte erstmal. Ja, das Ich ist meine, dass besser. China das einwohnerreichste Land immer noch wäre. Boah, lass mich nicht lügen, oder? Darf ich keine Scheiße bauen, weil das könnte ernsthafte Konsequenzen haben. Ja, es geht hier um 32 Millionen Leute. Unterschied zum zweiten. Ja, das ist krass. Aber ich Das meine, ist dass die eigentlich schon viel. Prognose so ist. Das ist schon, aber in der Relation bei In der den Milliarden, ich Relation, ja. meine aber, dass Indien irgendwann demnächst erst überholen wird. Deswegen gehe ich mit China und 1,396 Milliarden. 1,398 meinst du, ne? 98, ja. Sorry, der kleine Handybildschirm. Ja, kein Problem. Die zu China. Ja. Lenz. Oh, bitte, Das ist richtig. oh, preise den Herrn, ey. Preiset den Herrn. Nehmen wir mal Ja. davon, dann nehmen wir mal an, dann erübrigt sich auch das hier, ne? Genau, Indien dann 1,366 1,366. Milliarden willst du zu Indien packen. Auch das ist korrekt. Nur noch 9 zu 14. Ach ja, übrigens, das alles hier ist Stand 2019, möchte ich nur sagen. Es gibt Okay. keine neueren Zahlen. Das ist alles Stand 2019. Okay. Ich glaube, Japan und 126 Millionen. Japan und 126 Millionen. Ist eingeloggt. Ist eingeloggt und ist richtig. Boah, boah. Ich meine, ich habe irgendwann mal eine Zahl von 130 und die schrumpfen ja eher, anstatt dass sie wachsen. Und dann jetzt wird es etwas leichter für mich, zumindest Russland und 144 Millionen. Russland, 144 Millionen zu Russland möchtest du und das ist ebenfalls korrekt. Jetzt muss ich die beiden abwägen. Das ist zumindest mal eine Kategorie, wo ich halbwegs glänzen kann. Ja, gut, dass du jetzt anfangen durftest, ne? Ja, das hat auf jeden Fall, ich glaube, Lulu hätte auch sehr, sehr viel gewusst, oder? Ja. Zumindest grob schon mal Tendenzen einordnen können, ne? Ja, ich denke auf jeden Fall die jetzt hier schon stehen, hätte ich auch geschafft. Okay. Und die nächsten auch noch. Vielleicht. Ja, da bin ich mir jetzt nicht 100, obwohl es eine Riesendifferenz ist, bin ich mir 100% sicher, aber ich glaube aufgrund der Größe, USA und 328 Millionen. 328 Millionen sollen zu USA. Ja. Das ist absolut korrekt, Lenz. Okay. Und dann Brasilien 211. Jo, auch Brasilien 211 ist die richtige Antwort.
Habe ich dir den zweiten Ich Punkt war gegeben irgendwas, dazu? Brasilien hatte ich 200 irgendwas im Kopf, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, aber USA hat ja allein zig, New York, LA und so weiter, die ja allein schon zig, 10 Millionen Einwohner haben. So, viele bleiben nicht Ja, mehr. jetzt wird es nicht so geil. Ich glaube, das kleinste der Länder müsste Italien sein. Von der Dichte, also mit 47 Millionen. 47 Millionen zu Italien. Packen wir die 47 Millionen zu Italien. Nein, tun wir nicht. Das ist falsch. 47 Scheiße, Millionen ja, fuck. kommen nicht zu What? Italien. Ja, dann kann ich es zuordnen jetzt. Aber es, okay, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich hätte aber auch gesagt, dass Italien das kleinste von den restlichen Ja, war. ne? Aber dann hat es doch einige größere Städte, die ein Dings ist. Aber jetzt ist für mich dann relativ klar. Dann müssten die 47 Millionen zu Spanien gehören. 47 Ja. Millionen zu Spanien rüber. Ja. Das ist richtig. 47 Millionen Aber allein zu Barcelona und Spanien. Madrid haben zusammen über 10 Millionen. Das ist krass. Da hätte ich echt mehr von den hätte ich mehr von den Spaniern erwartet. Ja, ich auch. Enttäuschung, mal wieder. Die 67 Millionen müssen Frankreich sein. 67 Millionen zu Frankreich. Ja. Sicher? Ein bisschen. Ja. Gut, dann loggen wir das ein. Und das ist ebenfalls korrekt. Ja. Und damit Ich hatte bei bleiben. Frank irgendwas mit 60 im Kopf, deswegen fand ich es nicht so einfach. Da bleiben dann 60 Millionen für Stabil. Italien. Und damit haben wir nach Kategorie Rad 3 einen Punktestand dann von 17 zu 13 für Lukas. Also Lenz hat ein bisschen aufgeholt. Ich hatte ja auch den Vorteil, also hier Genau. wäre Lulu, wäre hinten gelegen, ordentlich vorbeigezogen. Du hast den Vorteil und du hast auch immer noch den Vorteil in Ja. der nächsten Kategorie, die ich mal eben in meinen Lösungen Aber wer aufschlagen weiß, muss. So. ob Ja, die ich bin mal so zu gespannt, ob der Lukas Vorteil wird. irgendwas bringt in der nächsten Kategorie. Denn jetzt kommt Essen und deren Scheiße. Kalorien pro 100 Gramm. Alter. Und in dieser Kategorie haben wir zur Auswahl Milky Way, Weintrauben, Big Mac, Schlangengurke, M&M's, also normale M&M's, Wassermelone, Also die gelben, Sachertorte, ne? Nur um nicht die sicherzustellen, oder? Peanuts, nicht die Peanuts, Ach so, okay. Wassermelone, Sachertorte, Fanta, Apfel und Hähnchenbrust. Ja, da haben wir die Aber Kalorien. dann bei Getränken ist das dann auf 100 Milliliter Bei bezogen, ne? Getränken ist das ebenfalls auf 100 Gramm. Es hängt dann so ein bisschen von der Umrechnung halt ab. Ne? Wasser zum Okay. Beispiel Ja, klar, ist. vom Milliliter, genau, Also ja. Wasser und Milch Ja. ist etwas anders, ne? Da ist einmal das Verhältnis 1 zu 1 und einmal 1 zu 2 Ja. zum Beispiel. Da muss Boah. jetzt, das müsste den, aber es ist 100, es sind 100 Gramm. Auch bei der Scheiße, Fanta. okay, es wird jetzt wildes Raten, glaube ich. das wird jetzt echt teilweise wildes Raten, weil so Ja, manche und Sachen. Lennart darf jetzt auch gleich zuerst anfangen zu raten. Wobei ich davon tatsächlich, glaube ich, schon ein, zwei Sachen hinkriegen würde, glaube ich. Also ich denke, ich hätte drei Sachen gewusst. Okay. Das sind drei Jetzt mehr als vielleicht ich. die Extremata anschauen. Aber ich finde auch allein Big Mac. Man muss jetzt auch, jetzt danach werde ich immer darauf achten, wie viel da bei 100 Gramm Anzeigen steht, an welchen Kalorien. Da wüsste ich zumindest einen groben Rahmen, aber kannst jetzt auch nicht genau scheißen. Ich gehe mal mit der Wassermelone. Wassermelone, jawohl. Ah, wobei da unten, das tut sich alles nicht so viel. Und den 16 Kalorien. 16 Kalorien für die Wassermelone. Ja. Das ist leider falsch, Lenz. Ja, dann wird es ja irgendwo unten trotzdem rumdümpeln. Ich dachte, vielleicht war das ja wirklich fast ausschließlich, ich weiß, über 90% Wasser ist, aber dann ist ja doch der Zucker, der ist scheinbar ein bisschen zerstört. Ja. Ja, die 16 Kalorien pro 100 Gramm War ein bisschen optimistisch geschätzt, ja. kommen leider nicht zur Wassermelone. Dann nehme ich jetzt die 16 und tu die zur Schlangengurke. Du nimmst die 16 Das wäre das nächste gewesen. und tust sie zur Schlangengurke. Scheiße. Ja, da ist auch ziemlich viel Wasser drin. Hast du meinen verstanden? Schlangengurke, natürlich, das ist ja, ich hatte hier diese. Die Gewürzgurken? Richtig. Ah, nee, deswegen habe ich Ich hab die extra Papier dumm. Schlangengurke geschrieben. Natürlich. Ja. Ach, Hast du gerade dumm. Ja, meinen das ist natürlich richtig. Versprecher gehört, Lulu? Nein.
Achso, Okay, ich gut. spreche. Ich habe vorhin aus Versehen Wassergurke gesagt, bevor ich Wassermelone mich auf Wassermelone korrigiert habe. Deswegen hatte ich schon befürchtet, dass ihr da anhand davon das jetzt erratet. Ja, das ist richtig. Achtung, ja, hätte ich mal 16 richtig gelesen, Kalorien natürlich, kommen natürlich. zur Schlangengurke. Aber wie asozial ist denn da 30, 37 Kalorien? Wie soll man das denn Ja, sehr ist echt großartig so. definieren? Pro 100 Gramm. Also die haben Ja. natürlich, ne, je nachdem, wie viel die wiegen, dann nochmal, ist der Unterschied nochmal Ja, klar, größer. da steht dann so und so viel hat das, oder Aber wenn ich habe das von zumindest Anfang bei den gesehen. 100ern da oben geachtet, dass von jedem 100er nur einer dabei ist. Okay. Ach Mann, ey, das ärgert mich dumm. Das war natürlich ein relativ einfaches. Ja. Egal, es wird ja nicht so viel einfacher. Nee. Dann wir jetzt die 30. Die 30. Zur Wassermelone. Die 30 jetzt zur Wassermelone. Habe ich mal schon. Lukas, das ist richtig. Scheiße, natürlich. Ich würde sogar sagen, alle, die hier unter 100, mit unter 100 davon kommen, sind eigentlich noch recht gesund in Anführungszeichen, ne? Eigentlich schon noch recht akzeptabel. Ja. Ja. Dann nehmen wir jetzt die 37. Die 37. Zum Apfel. Die 37 packst du zum Apfel. Ja. Lukas, das machen wir, aber das ist leider nicht richtig. Die Was? 37. Die 37 kommen nicht zum Apfel. Als ob. Nein. Die 37 Krass, kommen nicht okay. zum Apfel. Was ist das denn für ungesundes Zeug? Ja, wie gesagt, alles unter 100 ist eigentlich okay. geht eigentlich, ja, ist ja Pro 100 vollkommen in Gramm. Ordnung. Ja, dann gehe ich mit der 37 und der Fanta. 37 willst du zur Fanta packen? Ja, ich bin auch schon mal wieder umrecht. Ich habe grob die Zahlen im Kopf. Lenz packt die 37 zur Fanta und das ist absolut richtig, Lenz. Jawohl, würde man gar nicht denken, ne, wenn man das Denkt man runterrechnet, aber nicht, ich wenn glaube. man diese Softdrinks sieht, aber das ist einzig und allein der Zucker, der das Ganze ungesund macht eigentlich. Von den Kalorien her ist es nicht so viel. Gibt's, ne? Okay, krass. So eine Sache. Da sind zwei Sachen, die wir jetzt. Wobei ist auch nicht hundertprozentig klar. Also den Apfel, den würde ich auch unter 100 sehen. Aber es ist schwer, 52, deswegen werde ich erstmal eine andere Kategorie gehen, wobei das auch nicht so viel einfacher macht. Also ich weiß, dass Sachertorten Kalorienbomben sind. Jetzt ist die Frage, in welchem Ausmaß. Weil auch ein Big Mac hat nicht so wenig Kalorien, aber da ist auch ordentlich was dran. Auch M&M's sind, boah, esse ich mal ganz gerne. Aber welche sind das denn, wenn es nicht die Peanuts sind? Was Die sind denn die ganz normalen klassischen für dich? M&M's, also weder die Peanuts, die gelben, noch die Welche blauen. Farbe sind das denn? Oh, Die braun. braun? Ja. Die braun, Die okay. ganz Ja, normalen falsch Classic herum. braun. Okay. Das hat wenigstens. Kann ich mir nicht vorstellen. Milky Way, auch habe ich Ewigkeit nicht mehr gegessen. Das ist auch relativ schwer zu zuordnen. Ich muss sagen, ich mag Ich gehe Milky mal Way. mit. Ich gehe mal mit den M und. Ich gehe mal mit der Sachertorte und sag, das ist die krasseste Kalorienbombe. Sachertorte 512 Kalorien pro 100 Gramm. Das loggen wir ein, Lenz. Das ist leider falsch. Ja, so unfassbar. Sachertorte nicht Ist ja zu 512 krass. Kilokalorien Ja, pro fuck. 100 Gramm. Ich. Dann Sachertorte und 5456. Sachertorte, dann muss es ja die 456 Kalorien sein. Das ist der Irrglaube, denn das ist auch falsch. Als ob. Okay. Komisch. Also safe eins von den beiden Brüdern wohnen. Ja. Also, was heißt Dings? Also, es muss ja eins von den dann in der Mitte da sein. Ich sag einfach mal, dass M&M's dann 512 Kalorien mit sich bringen. M&M's, die normalen, Ja, die normalen, 512 die Peanuts haben mit sich auch noch ein paar mehr, aber die Kilokalorien normalen pro sind es 100 auch. Gramm. Und ja, die M&M's sind die größte Kalorienbombe auf dieser Liste. Ja, Jawohl. das ist richtig. Jawohl, Leider, boah. leider. Weil sie sind meine Leider, Lieblingssüßigkeit. das. Ah, Also die die kann man Peanuts, gerne die mal naschen. Peanuts. Ja. Wobei Die sind schon hart, ich ja. weiß gar nicht, ob die Peanuts wirklich so viel mehr Kalorien haben, weil dadurch, dass so die Erdnuss da drin so groß ist, ist vielleicht der Schokoladenanteil auch weniger. Und Schokolade muss ja ordentlich Kalorien mit sich bringen. Keine Ahnung. So. Milky Way, Hab ich ey, dir den was ist Punkt das für gegeben, Lenz? Milky Ja, ne? Way? Nee, noch nicht. Sicher? Oder? Du?
Es Wir haben sind noch, jetzt nee, es sind noch sechs, 25. doch, das Doch, müsste passen. ist richtig, dann hast du gegeben, sorry. Ja. So, sechs Stück sind noch drin. Makeaway auch so eine Sache. Pff, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass der Big Mac 336 Kalorien hat. Big Mac Tusa willst du auf 336 pro 100 Gramm, ja? Pro 100 Gramm. Der hat ja an sich, glaube ich, mehr. Irgendwie sowas. Entweder das oder das. Big Ja, Mac aber das ist ja nicht ein. 336 ist falsch, Lenz, ist Scheiße. falsch. Das ist schwer. Das ist richtig, dass es schwer ist. So soll es ja auch sein. Auch Hähnchenbrust, gar keine Ahnung. Nee, ich Jetzt auch nicht. kommt die Katze wieder rein. Let's go. Du nervst aber heute richtig. So. Ich sag mal wieder 20 Dann Sekündchen. sage ich Milky Way. Jo. 456. Milky Way 456 Kilokalorien pro 100 Gramm. Lukas, damit liegst du absolut goldrichtig. Krass. Auch Milky Way ein ordentlicher Kalorienbomber. Big Mac Big Mac, jawohl. 257. Ja, Die das hätte ich jetzt 257 auch noch. 50 zum Big Mac Lenz hätte es auch gemacht. Er ahnt es schon, dass das richtig ist. Fuck. Ja. Das ist korrekt. Ja, bleiben noch zwei Ja. etwas höhere und zwei etwas niedrigere übrig. Dann nehme ich die Sachertorte. Die Sachertorte. Ja, und zack. 336. 336 pro Kilokalorien pro 100 Gramm auf die Sachertorte. Lukas, der dritte Versuch ist es, die Sachertorte Scheiße, mit 336. Ich habe mich schon ja. gefragt, warum sie keiner mehr runtergegessen hat, weil sie, es war ja klar, dass Ja, sie da war relativ so viele. 257 Ja. oder 336. Hähnchenbrust 265. Hähnchenbrust 265, kurz und schmerzlos, das ist richtig. Okay. Dann kommen wir zum 50-50 mal wieder. Mal wieder Das der ist auch wirklich beschissen. 50-50 Wie willst du Weintrauben das denn und abwägen? Ja. Äpfel. Muss man jetzt irgendwie. Ja, ne, kannst du auch nicht. Für beides hat er auch Zucker. Wüsste ich Ja. jetzt. Ja. Und es ist halt beides auch 100 Gramm. Es ist jetzt nicht nur wie viel alleine Weintrauben, wie viel alleine Apfel. Ne? Ja, Dann wäre es, klar. denke ich, Ja. auch relativ eindeutig. Also Ich ich hätte eine Weintrauben Tendenz. 52. Weintrauben 52. Machen wir es wieder kurz und schmerzlos, Lukas. Das ist falsch. Ja, ich hätte es auch andersrum gemacht. Ich glaube, die sind nämlich schon ein bisschen süßer noch als so ein Apfel. Ja. Wenn du es hochrechnest, hätte ich Ich das. dachte, dass Es sie ist zwar vielleicht halt aus mehr minimal Wasser nur. bestehen. Ach so, ja, so kann man natürlich auch. Aber ich glaube, Apfel ist. Ich meine, dann mit Lenz, Apfel ist nur mit der 2. Komplizierungshalber Ja. einmal. Apfel Bitte. 52, Apfel Weintrauben 67. 52, genau, Apfel Ja, das 52. waren jetzt. Dafür kann ich jetzt Weintrauben keinen 67. Ruhm einheimsen. Ne? Lenz will keinen Ruhm Ja, war halt einheimsen. gemacht von Pech dir. für Lulu. Ja. Ja, damit steht es nach Kategorie bzw. Runde 4 23 zu 17 für Hast du mir schon Lukas. 2 Punkte gegeben? Ja. Das ist richtig, ja. Ja, 40 Punkte sind genau jetzt vergeben. Genau. Und wir machen Ja. direkt weiter mit der nächsten Kategorie, wo Lenz anfangen wird. Und zwar Deutsche Meister und die Anzahl ihrer Titel. Ja, natürlich hast du Dings nicht reingenommen. Ja, klar. Bayern München Und hätte ich da jetzt von dir schon verlangt. wir haben die Titelanzahl von 0 bis 9 und wir haben die Fußballvereine Borussia Dortmund, FC Schalke 04, VfB Stuttgart, Tasmania Berlin, 1. FC Nürnberg, Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, Hamburger SV und der 1. FC Kölle. Einmal kurz, deutsche Meisterschaften, ne? Das heißt, auch vor Bundesliga-Zeiten Wollte ich gerade sagen, ne? werden Okay. hier mit Ja. berücksichtigt. Scheiße. Das ist jetzt peinlich. Und Weil ich nicht genau jetzt. weiß, wie viel wir haben, ey. Oh, jetzt wird es Scheiße. richtig peinlich für den Lenz. Ich mache mal eben wieder die Tür zu bei mir. Ne? Du kannst so lange Zeit für deinen ersten Guess. Lulu, weißt du ganz zufällig, nur, ob wir vor 45 Oh, schon Meisterschaften geholt wahrscheinlich kommt haben? die Katze auch ein Das drittes so Mal als mit. grobe Einordnung. Vor 45? Ja, also so, also oder vor Bundesliga-Einführung, sagen wir es so. Da Vor habe ich wirklich Bundesliga-Einführung schon. glaube ich schon. Okay. Ja. Ich So, weiß die meine Anzahl. Aufrüstung. Okay, ja, ich schwank da. Ich bin also grob klar auch.
Eigentlich. Ja, Lenz, also ich sag mal so, davon gewusst hätte ich wahrscheinlich, ich persönlich hätte wahrscheinlich drei gewusst davon. Wie gesagt, grob einordnen, klar, kann ich auch, aber genau jetzt gerade auch mit dem Hinblick auf vor Bundesliga oder jetzt, wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts noch mitnimmt. Also die waren alle Meister, die waren Meister. Jetzt die Frage. Schalke war auf jeden Fall vor Bundesliga-Einführung mal Meister. Bin ich mir relativ sicher. Das heißt, wer war von denen kein Meister? Tasmania Berlin war einmal in der Bundesliga für eine Saison. Wie schaut es halt davor aus? Das ist so die Frage. Oder ist die waren Meister, die haben Meister, die haben mehrere. Ich glaube, von denen jetzt der erfolgreichste Verein müsste Hamburg sein. Hamburg, Mit willst neun du? Titeln, ja. Hamburg, also die neuen Meisterschaften möchtest du dem Hamburger SV zuschreiben, Ja, ja? ja, ja. Lenz, das ist das erste Kreuz direkt mal. Das ist falsch. Was? Hamburger SV Okay, hat nicht krass. neunmal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Weil wir haben auch nicht neunmal, da bin ich mir relativ sicher. Okay, Ja. krass. Ich meine, dass wir achtmal Meister waren. Ach, ja. Wann gibt es den Dortmund zweiten 8. Stern? Ab 7 oder ab 8? Den zweiten Stern, boah, ich glaube ab 7, ich weiß es nicht. Ja, aber wir waren ja Sieben. davor auch schon vor Bundesliga gleich Meister mal. Ja, genau. Deswegen, das zählt ja Naja, nicht mehr kann gut damit sein. rein. Also ich war auch so bei 7 oder 8, war ich da. Also Dortmund 8, Lukas? Ja. Dortmund 8, Lukas, das ist richtig. Fuck, natürlich. Dortmund ist 8-mal Meister geworden. Wenn übrigens keiner 9-mal Meister geworden wäre, dann hätte ich tatsächlich Bayern reinnehmen müssen. Mit 31, aber Gott Ja, sei gut, das Dank. wäre natürlich Gott sei Three Dank Point. wurde die deutsche Ja. Meisterschaft auch schon 9-mal von einem anderen Verein gewonnen. Auf dieser Liste. Das war nicht Schalke 04. Nee, weil die Nee, haben das, da gehe siebenmal ich die ziemlich stark Meisterschaft von gewonnen. aus. Jetzt habe ich es nicht verstanden, weil ihr beide gleichzeitig geredet habt. Nee, Schalke war siebenmal Meister. Schalke war 7-mal Meister, Lukas. Richtig. Krass. Ein mehr, ein nur weniger. Dann waren die aber echt früher ordentlich erfolgreich. Ja, und jetzt die letzten Jahre war sie scheiße. Ja. Ja, seit die Was Bundesliga nochmal halt gibt, gesagt ne? hat. Seit die Bundesliga gibt und Ja, besonders letztes genau. Jahr waren sie richtig für Asse. Aber auch scheiße war bei Tasmania Berlin in der Bundesliga. Das ist absolut korrekt, ja. Immer noch den Deswegen glaube ich, dass die Negativrekord. den. Ich hoffe mal, dass die davor nicht Meister waren. Ja, Deswegen das sage ist ich so die Tasmania Frage, Berlin und 0. ne? Tasmania Berlin und 0, das ist ein Hätte ich Meme-Verein. intuitiv auch Mit den gewählt, meisten ja. Gegentoren, den schlechtesten Punkten, den wenigsten Siegen und auch nullmal sind die Deutscher Meister geworden. Ja. Scheiße. Ja, ich hatte vielleicht gehofft, dass sie einmal oder so irgendwann mal aus Glück irgendwie 1910 oder so Meister wurden. Ja, Ja, das war auf jetzt wird es meiner nicht einfach. Liste. Ja. Wer war neunmal Meister davon? Na, ham, Weißt ham. du zufällig, wie oft Gladbach Meister wurde? Die Nee. waren ja auch relativ oft. Also Gladbach war mit einem der anderen Vereine hier gleich Okay, auf, aber aber da da drunten, habe ja. ich mir gedacht, nehme ich natürlich den schwierigeren. Okay. Okay, ich probiere es mit Hamburg und 6. Hamburg und 6. Wenn es die 9 nicht ist, dann bleibt ja nur noch die 6 übrig quasi. Ja, das ist richtig. Hamburg wird sechsmal. Alter, scheiß Sechsmal Ausschlusshoffnung. deutscher Meister. Übrigens, ich meine, Gladbach wäre fünfmal deutscher Meister geworden, wenn mich nicht alles Fünf täuscht. Mann, okay. Ich bin mir Jo. aber nicht Okay, ganz ich hätte sicher. jetzt 6 gedacht. Ja, 5 kann auch sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich meine fünf. Ich probiere es jetzt mit Kaiserslautern und den neuen. Der erste FC Kaiserslautern, die legendäre Saison, wo sie vom Aufstieg direkt Meister geworden sind. Wer erinnert Meister sich und noch Jo. dran? Jo. Das war nicht der 9. Meistertitel für Kaiserslautern und auch neun, insgesamt haben sie 9 nicht gewonnen. Nein, das ist falsch. Ja, welcher dieser Vereine ist der zweitbeste deutsche Meister quasi? Ich gehe mit Köln. Köln 9-mal Wobei, Meister? warte mal, warte mal, warte mal. Nee, nee, warte mal, warte mal. Das ist nicht mal gesunken. Also ich weiß, dass Köln auch wirklich eine Zeit lang das ja, der Primus war. Warte mal. Wie schaut es denn bei Stuttgart aus? Stuttgart war auch sehr erfolgreich.
Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Stuttgart war. Die waren immer mal durch, fünfmal. Die waren erfolgreich, aber ich glaube nicht so krass erfolgreich. Ich glaube, wir haben irgendeine Überraschung am Start. Stuttgart 5, ist das deine Ja, Festlegung? ja, ja. Der Waren 2-7, Der VfB 2-5 oder Stuttgart 2. wurde fünfmal deutscher Meister. Das ist Jetzt, richtig. jawohl! Och, Alter. Stark. Glück gehabt. Ja. Ja, ich wusste, die waren auch wirklich erfolgreich. Ich glaube, 2-7 waren sie ja nochmal Meister. Dann Anfang der 2000 unter anderem schon zweimal und davor wird sicher auch das eine oder nochmal. Aber das, warte mal, Nürnberg. Hannover, Hannover 96 hier. Die können doch nicht mal Meister gewesen sein. Schon gar nicht neun. Das ist ja nicht zu glauben. Mindestens einmal waren sie Meister. Boah. Da kann, vor allem, wie kann es denn sein, dass ein Club da so herausragt? Aber wahrscheinlich Naja, irgendein Traditionsverein, der in den letzten Jahren herausragt würde abgeschmiert ich jetzt nicht ist. sagen, weil wir haben ja auch 8, 7, 6 und so dabei. Ja, aber jetzt noch im Verhältnis zu Ja, den das anderen ist richtig. Kontrahenten, ne, wo man es nicht denkt. Es muss irgendeine Tradition, irgendwie Köln, traue ich es nicht zu, auch wenn die natürlich Bundesliga sind und da jetzt von allen Mannschaften am höchsten spielen. Soll ich es einfach mal probieren? Ich gehe mit. Mich folgt dann Kaiserslautern und neun Titel. Der erste FC Kaiserslautern und neun Die haben Titel. so viel Prestige. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Das habe ich vorhin gesagt. Hat Lulu das nicht vorhin gesagt, Benz? Nee, hatte Lulu hatte doch. Ich meine, Wenn ja, Lulu dann hätte war es natürlich Kaiserslautern. dumm von mir. Ich meine, Lulu Achso, du hätte kannst ja, glaube Kaiserslautern ich. 9 gesagt Ja, und das dann ist war es ein dummer immer Fehler. noch Ja, nicht dann ist es richtig, nicht falsch. leider. Ja. Ja, dann war das dumm. Gut, damit sind wir jetzt auch nicht schlauer geworden. Ja, Nee, das das war ist das richtig. strategischer Fail von Lenz hier. Ja. Also will ich jetzt den nächsten Tipp noch abholen, wahrscheinlich. Genau, ich will abstauben. So, aber jetzt haben wir wenigstens doppelt established, dass Kaiserslautern nicht neunmal Meister wurde. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie es doch. Ich will es noch, glaube ich, noch mal probieren. Ja. Gucken wir im Anschluss daran einfach mal nach, ne? Braunschweig war doch nicht so oft Meister, oder? Braunschweig. Ich weiß auch, dass die viel Tradition haben, aber keine Eintracht Ahnung. Braunschweig, Schwanz, was? Schweig. Okay. Eintracht Braunschweig und die Eins. Eintracht Braunschweig und die 1. Lukas, das ist absolut korrekt. Krass, Oh, okay. okay. Gut. Wer von den dreien war jetzt neunmal Meister? Hannover kann ich mir nicht vorstellen. Kaiserslautern ist es nicht, wie wir jetzt genau wissen. Zweimal geprüft haben, ja. Köln oder Nürnberg? Ja, einer von den beiden ist bis zum heutigen Tage Platz 2 der ewigen. Beziehungsweise oder Hannover ist Platz 2 der ewigen. Okay, weil Hannover ist es nicht. Nein, das war jetzt nur, weil du das so gesagt hast. Ja. Dann Nürnberg und die Neun. Du willst mir also sagen, dass Nürnberg nur mal deutscher Meister wurde. Wann soll das denn gewesen sein, Lukas? Gestern. Gestern stimmt nicht, aber sie wurden neunmal deutscher Meister. Das ist Stark, korrekt. krass. Der erste FC Nürnberg, der Club. Ich denke nicht, dass es. Also ich denke nicht, dass sie noch lange auf Platz 2 sein werden. Ich denke. Warum? Bayern wird heute aber jedes Jahr Meister. Nein, ich denke, irgendwann wird Dortmund oder Leipzig dann auch anfangen, das mal eine Streak, vielleicht eine kleine Streak zu holen und das dann mehrfach, vielleicht auch mal irgendwie 2 Jahre oder Ja, so. Leipzig muss sich da aber. Genau, da müssen wir an Jahrzehnten denken. Ja, aber So. Leipzig, ich meine. Haben die nicht besser abgeschlossen als Dortmund? Die Ja, aber die Saison? haben Ich ja noch glaube, keine Glück, ja. Meisterschaft. Ja, klar, ja, gut, ja, okay, ja. Dortmund Das würde als muss ja eine schon. reichen, um auf Platz 2 zu gehen. Das stimmt, ja, aber dann wären sie auch nur gleich, ach. Ja. Ja. Weil trotzdem, na, Das ist egal. richtig, ja. So, dann bleiben noch 2, 3 und 4. Jo. Nehmen wir die 2. Hannover. Die 2 zu Hannover. Lukas, dein Adlerauge hat mal wieder recht. Das gibt's Hannover doch gar nicht, Lulu. 96. Ey, wie kann man denn so lacken? Zweimal deutscher Meister, Hannover 96. Wenn das jetzt auch noch richtig konfirm ist, dann weiß ich Es aber auch ist jetzt nicht. 50-50 wieder, ne? Ja. 50-50. Welche Zahl wählst du und wo packst du sie hin? Ich will die 3. Ja.
Zu Köln. Die 3 zu Köln. Köln dreimal deutscher Meister im Vergleich zu Kaiserslautern viermal deutscher Meister. Lulu. Ob. Das ist richtig, Lulu. Krass, Das ist krass. Alter. richtig. Damit haben wir unsere Liste komplett. Und damit steht es jetzt 32 zu 18 nach dieser Runde. Das ist natürlich jetzt ein ordentlicher Vorsprung, den Lenz erstmal aufholen muss. Ich bin gespannt, wie das dann jetzt mit der nächsten Kategorie aussehen wird. Denn da geht es. Oh je, Lenz, oh je. Da geht es um Filme und ihr Einspielergebnis. Alter. Und zwar geht es um das nominale Einspielergebnis. Das heißt, die Inflation ist nicht mit einberechnet. Aber weltweit, ne? Weltweit und in Dollar. Und da haben wir die Eiskönigin 2, Star Wars Episode 7, Minions, Harry Potter 7 Teil 2, Avengers Endgame, die Unglaublichen 2, Avatar, Jurassic World, Titanic und Fast and Furious 7. Das sind übrigens nicht die Top 10. Okay. Alles. Das ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht alle in den Top 10. Ich glaube, das sind aus den Top 21 sind das 10, glaube ich. Gerade nach unten dann natürlich, ja. Ich wollte natürlich nicht, dass hier zweimal 1,6 zum Beispiel steht oder so, ne? Ja. So, ich meine, ein, zwei Infos weiß ich zum Glück. Ach ja, Ich meine mal. gerundet mal wieder auf die, ne, auf Millionen. Genau. Welcher Stand ist das? Das ist der aktuellste Stand, den man so haben kann. Ich gucke aber gerne noch mal eben rein. Warte. Dann so lange habt ihr noch Zeit hier, euch zu überlegen. Wie können denn da manche Stand. Filme so viel eingespielt haben? 1. März 2021. Okay, Die ich höchsten fange mal waren so an. nah beieinander. Ja, aber ich glaube, ich habe eine Tendenz. Durch Salle auch so ein bisschen zum Glück. Also jetzt von damals, nenne ich jetzt durch jetzt gerade. Ich glaube, dass Endgame der erfolgreichste Film ist. Soweit ich weiß. Durch diese, aber da zählen auch quasi diese. Ja, da gab es ja so nachher so eine Uncut-Version oder so, ne? Also alle Zusammenrechnungen, Ja. die damit zusammenhängen, Ja, ne? Alle das zählt Berechnungen. dazu, Okay, ja, ja. dann locke ich das ein, ne? Endgame 2, mit 2,802 Milliarden 802 US-Dollar Milliarden, ja. auf Platz 1. Lenz, das ist falsch. Was? Das ist falsch. Und Lulu weiß es auch. Ne, ich glaube, Avatar wurde nochmal neu in Kinos gezeigt, auch jetzt letztens Hä? im Warum das Februar. denn? Ja, Warum um das denn? Der ist doch ja. schon, weiß ich nicht, 7 Jahre alt, 8 Jahre. Warum macht man das denn 11 nochmal dann inzwischen. nur, Ich um da glaube, 11 einspielen? Jahre sind inzwischen alt. Ja, aber um Na, wieder auf elf Platz 1 zu Jahre. kommen, glaube ich. Hä? Wie, was ist das denn für eine Deswegen Betrugsmasche? Avatar 2,8. Ja, Ja, Avatar lost. 2,8 ist richtig, Hä, wie Lukas. unfair ist das denn? Ja, es ist. Hast du kein Glück, kommt auch Pech dazu. Ja, hä? Nachdem Endgame re-released wurde, haben sie Avatar auch nochmal re-released. Ah, um das. Okay, alles klar. Und dann Endgame logischerweise 2,7. Endgame auf Platz 2 mit 2,798 Milliarden US-Dollar. Auch das ist korrekt. Lächerlich. So, aber ich denke, jetzt wird es schon komplizierter. Titanic. Ja. 2,196. Titanic, sagst du, ist auf Platz 3 und auch das ist korrekt. Jetzt wird's schwieriger. Es gibt noch einen Film, der da deutlich heraussticht. Na, da hätte ich auch noch kleine Tendenz zumindest so. Aber beim Rest ist es ja dann eigentlich nur noch raten. Das kannst du aus dem Kopf so kaum wissen. Ja, ich schwanke bei den 2 Milliarden. Ja. Ich glaube, ich würde die zu Star Wars packen. 2 Milliarden zu Star Wars Episode Ich auch. 7. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht, denn das ist richtig. Alter. Jetzt wird's ja völlig los. Okay, das ist eigentlich. Keine Ahnung. Jetzt ist reines Raten, mehr oder weniger. Jetzt muss man Dann gucken, nehme ich was jetzt mal die vielleicht. 1,45 Milliarden Ja. und pack die zu Harry Potter. Die 1,45 Wehe, das ist richtig. Milliarden willst du. Das wäre ja komplett random. Packt der zu Harry Potter? Ja, Lenz, was soll ich dazu sagen? Hä?
Nein, das ist falsch, Das ist Jens. Das ist falsch. Wenn das Boah, das richtig hätte mich jetzt, gewesen wäre, also das. den Mann, ich wollte schon sagen, du, dann hätte ich ja vor deinem Haus einen Altar bauen müssen und jeden Tag beten, Alter. Du Rategottheit. Jetzt würde ich, also ich sag mal so, der Abstand von den bis jetzt, also der ist schon relativ groß nochmal mit 1,67 zu 1,5. Boah, ich kenne mich aber gerade in der Zeichentrickindustrie überhaupt nicht aus. So, was ist das da, die erfolgreichen Filme? Klar, die Namen kennt man, kann das zuordnen, aber wie erfolgreich die waren. Ich glaube aber, dass Jurassic World relativ erfolgreich war. Also, das ist ja dann der nach Jurassic Park der erste, der danach kam, ne? Das ist der, genau, der mit Chris Pratt. Also, der vierte sozusagen. Ja. Ich glaube, dass der mit 1,67 Milliarden Das packst du zu 1,67 relativ Milliarden erfolgreich Jurassic war. World. Bist du sogar relativ sicher? Oha. Richtiger, sicher. Na, egal, Nee, was ich. heißt sicher, aber so von denen würde ich jetzt sagen, dass der erfolgreichste Ja, lebt. komm, Lenz, ist richtig. Oh, dem Herrn sei Dank, endlich mal wieder ein Also, ich kann Erfolgserlebnis. dir schon mal sagen, Lenz, in der nächsten Kategorie, glaube ich, wirst du richtig hart aufholen. Das lehne ich mich jetzt Okay. mal nicht zu weit aus dem Fenster, weil du halt anfangen Ja, ich darfst. meine, das. Aber ich bin gespannt. Ja, aber Jetzt muss erstmal die Kategorie jetzt hier wird's zu Ende hart. ballern. Ja. Eiskönigin 2. Was soll ich damit? Minions. Minions war auch sehr. Also alles war ja erfolgreich, ne? Die Zahlen sprechen ja für sich. Ja. Fast and Furious 7 war ich selber drin. Lief der aber so krass. Alles so erfolgreich. Ich gehe einfach mal mit Fast and Furious 7 und 1,243 Milliarden. Mal so ein 1,243 Mittelding, Milliarden ja. und Fast and Furious 7. Lenz, das ist falsch. Ja. In Ordnung. Nee. Nämlich jetzt den einzigen Film, in dem ich nicht drin war von denen, die noch übrig sind, die Unglaublichen 2. Ja. Und geht dann mit 1,243 Milliarden. Die unglaublichen 1,243 Milliarden. Einmal ins Blaue gestochen quasi. Und Korrekt. du stichst korrekt. Als Hä? ob. Das ist Als ob. richtig. Ja, das ist absolut richtig. Okay, wild. Ja, Ice King 2 war nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Deswegen packe ich die Ice King 2 zu 1,45. Die Eiskönigin 2 zu 1, Okay. ach Ist so, immer okay. noch relativ hoch. Die Eiskönigin 2 zu 1,45, Lulu. Ja, du weißt ja anscheinend alles hier, ne? Das ist absolut korrekt. Okay, wild. Dann nehmen wir Fast and Furious und die 1,159. Fast and Furious ist Teil Nummer 7 zu den 1,1 Millionen, ne? Milliarden. Milliarden, sorry. Nee, das ist falsch, Lukas. Jetzt hast du mal wieder ein Boah. Fauxpas dir geleistet. Dem Herrn sei Dank, aber boah, als ob der so erfolgreich war. Ich hatte es ja vorhin bei 1,23, Ja, ich 243 war, bin nur Milliarden. gerade am Überlegen, ist der 6. oder der 7. der mit Paul Walker gewesen? Mit dem Tod. Während 7 ist er gestorben. Ja, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der Film deswegen so weit So, oben auf der also Liste ist. weißt du so die Referenzwerte zu den anderen Teilen? Also lief der schon deutlich erfolgreicher als der Das Rest, ist der oder? erfolgreichste Fast and Furious Film, ja, stand jetzt. Ja. Das war der einzige, wo ich drin war. Von daher kann ich das so Same. bestätigen, ja. Ja. Aber auch nur wegen Paul Walker eigentlich. So. Ja, die Harry Potter-Teile liefen alle gut. Teil 2, keine Ahnung, ne? Kammer des Schreckens. Also der erste Das war der ist nicht Teil 2. erfolgreichste. Das ist Harry Potter 7 Teil 2. Ja, Ach Harry so, Potter 7. Ach so, 7 davor ist eine Teil 2. Die 7. Heiligtümer des Ah. Todes Teil 2. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Slash. Sorry, das habe ich. Okay, 7 Teil 2. Ja gut, der Endteil lief mit Sicherheit auch nicht so scheiße. Aber ist ja so erfolgreich, dass. Boah. Du könntest jetzt halt mit den 1,1 gehen und ne, guessen. Hast ja eine 50-50-Chance. Oder du nimmst einen anderen Geldbetrag und versuchst. Halt, oder du versuchst halt mit Fast and Furious entweder 1,3 oder 1,5, hast auch eine 50-50-Chance. Ja. Ich sag mal, wenn's der erfolgreichste ist. Ach, schwer, schwer. Ja, dann poker ich mal. Ich gehe mit den 1,515. Wo?
Für Fast and Furious 7. 1,515 Milliarden US-Dollar für Fast and Furious 7. Bitte, Paul Walker, enttäusche mich nicht. Paul Walker aus dem Himmel wäre jetzt stolz auf dich, Lenz. Das ist absolut Jawoll! korrekt. Oh. Ah, Stark. sehr gut. Ne, die 120 Als hast du nicht. 50-50. 50-50. Harry Potter und die Minions. Minions waren mega erfolgreich, ne? Aber so erfolgreich, also erfolgreicher als Harry Potter 7-2. Keine Ahnung, ey. Entweder kriegst du jetzt 2 Punkte oder Lulu. Aha, aber ich brauch die auf jeden Fall dringender als Lulu, sage ich mal. Ich würde dann auch gleich sofort die Punkte eintragen, je nachdem, was Lenz sagt. Um es etwas zu beschleunigen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass Harry Potter noch das Jargon ein bisschen verbreiteter ist, auch der Endteil. Da würde ich das so setzen. Harry Potter 1,36 oder ja, ist 3,6, ne? Und die Minions mit 1,15. Das ist richtig, Lenz. Oh, Harry Alter, das war jetzt aber Potter auch überlebenswichtig. und die Minions hast du richtig eingeordnet. Damit steht Zum es Glück. 38 zu 22 Boah, für Lulu, ey. Lukas. Aber jetzt kommt eine Kategorie, Lenz. Ich glaube, da wirst du rasieren. Einfach aus dem Grund, weil du anfangen darfst. Denn jetzt kommen Zahlen und dazugehörige Begriffe. Auf der rechten Seite hier seht ihr 10 Zahlen und auf der linken Seite seht ihr Begriffe, die die Allgemeinheit für gewöhnlich mit diesen Zahlen verbindet. Und zwar die Antwort auf alles: Glück, der Big Fish, Love, Waschmaschine, Birdie, Hattrick, ein Dutzend, Touchdown und Timo Werner. Sympathisch. Ja, gut, das kommt jetzt echt zugute. Mal gucken, ob ich aber alles hinkriege. Ich werde mal eben die Punkte Genau. euch hier rüber gönnen wieder. So. Das ist natürlich eine sehr, endlich mal wieder eine nette Kategorie. Das gerade war ja random, so wie mit den Kilokalorien. Da würde ich dir auch die Okay. Punkte erst später zugeben, sobald du halt das Ja. erste Mal failst. Okay. Ja, Big Fish 170. Die 170 zum Da Big kommt mir das Dartswissen Fish, natürlich zugute. das Aber Lulu, ist du korrekt. wüsstest das auch, ne? Also so ein paar Begrifflichkeiten aus dem Darts. Ja, Du bist ja den mittlerweile Big auch Fish, den kenne Fachleute. ich. Ja. Dann, ja, gut, machen wir mit Darts weiter. Die Waschmaschine und 26. Die Waschmaschine und Sehr 26, das ist absolut korrekt, sympathisch. Ich Lenz. wusste jetzt, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hä, was will der von mir? So, ein Dutzend und 12. Ein Dutzend und 12, Lenz. Hast du dich da etwa verzählt? Nein, Spaß ist richtig. Boah, Alter. Ja. ja, dann so ein paar Sachen. Birdie und minus 1 aus dem Golf, der Begriff, Birdie dann nehme und ich mal. minus 1. Ja, wenn du einen Schlag besser bist als Paar, dann hast du einen Birdie. Das ist richtig. Hätte ich nicht gewusst. Doch, oder Lulu? Oder ist das die Nee. Uni? Okay. Dann, ja, so ein, zwei Sachen denke ich mir, okay, das ist so offensichtlich irgendwie, das, aber muss ja so stimmen. Ja, die Antwort auf alles, ich glaube, da wird sich am Ende was rausschließen. Bei Imo Erna bin ich mir nicht sicher, da muss ich sicher die Trikotnummer gefragt. Hoffentlich ergibt sich das hinterher. Machen wir erstmal Love und Null. Love und Null. Das ist natürlich absolut korrekt, Lenz. Du meinst aus dem Tennis ist dann wahrscheinlich der Ganz Begriff, ne? genau. Ja. Ja, dann sagt man ja Hattrick. Dann nehme ich mal an, dass du auf die 3 hinaus willst. Hoffe ich zumindest. Hattrick, da will ich eigentlich auf die 6 hinaus. Nein, da will ich auf die 3 hinaus, Lenz. Alles gut. Alter, Alter. So. Dann ist es ja eigentlich so, dass man mit Glück die Zahl 7 verbindet. Die 7 ist auch die sogenannte Glückszahl, wenn ich mich nicht komplett irre. Also soll ich die 7 zum Glück packen, Lenz? Ja. Ja, das ist auch korrekt, Lenz. Okay. 7 und Glück. Ja, Touchdown. Touchdown von den. Also machen wir erstmal, ich glaube, die Antwort auf alles ist 42. Die Antwort auf das Universum, und ich weiß gar nicht, wie der Satz genau geht, die Antwort auf das Universum und sonst was und alles, das Auf ist den die, Sinn des Lebens. genau, und auf den Sinn des Ah. Lebens, ist die 42, ja. Ja, dann müsste ein Touchdown 6 Punkte sein. Und Imo Erna hat die 11 dann scheinbar immer auch bei Chelsea noch. Ich glaube, ja.
Das ist richtig, Lenz. Die Ach gut, beiden. ja, zum Glück kam jetzt die Kategorie, um mich Absolut korrekt. irgendwie Und irgendwo jetzt, dran zu halten. Ich meine, ich liege ja immer noch mit vielleicht sechs noch, Punkten zurück. vielleicht um euch das nochmal zu erklären, warum jetzt ausgerechnet ich Timo Werner genommen habe. Ich habe nach einem Spieler gesucht, der weder bei Dortmund oder Bayern spielt und noch, also der Spieler musste außerdem bei der Nationalmannschaft und im Verein die gleiche Trikotnummer haben. Okay. Ja, Ich damit ist habe ja keine, genau, jetzt das Null wäre nämlich auch eine gesagt. Frage von mir gewesen. Was hättest du gesagt? Timo Werner die Null. Ja, aber aus sportlichen Gründen dann, ne? Ja, ich habe Lukas, ich habe, Genau. muss ich dir auch sagen, Lenz, ich habe Lukas gestern schon gesagt, ich gebe dir mal einen Tipp für das morgige Spiel. Timo Werner ist nicht die Null. Das ist das Einzige, was ich ihm gesagt habe. Das ist, den Satz habe ich ihm, Ah! den Satz habe ich Geil! ihm auf den Weg gegeben. Geil, Ja, ja. wir kommen zu einem Punktestand von 38 zu 32 für Lukas. Und die nächste Runde, die wird jetzt nochmal richtig wild, glaube ich. Bin sehr gespannt, wer von euch da mehr Wissen hat. Es geht nämlich um Games und deren Erscheinungsjahre. Scheiße. Vor allem so offen. Also Satz 2. So, die Ei, Jahre nenne ich jetzt nicht alle, aber die Games kann ich euch gerne noch einmal vorlesen. Wir haben Skyrim, Monster Hunter World, Star Wars Battlefront, Mario Galaxy 2, Anno 1800, Half-Life 2 Episode 2, FIFA 13, Far Cry 4, Dark Souls 3 und Assassin's Creed Origins. ja. Ja, ich darf zum Glück nochmal beginnen. So 3, 4 kann ich auch Lenz darf zuordnen. nochmal beginnen, das ist korrekt. So, Dark Souls 3 und 2016. Dark Souls 3 und 2016. Lenz, das ist der erste Punkt. Dann der Troll FIFA 13 und 2012. FIFA 13 und 2012 ist absolut korrekt. Ja, schade, hätte man 2013 drin gehabt, wäre es ja Ja, noch ich habe trolliger leider gewesen. Aber das kein hätte Game Lulu auch gefunden. Ich hingekriegt. habe kein Game gefunden, was jetzt relativ bekannt ist aus 2013, was jetzt ihr auch beide gekannt hättet. Ja, jetzt so, okay, so viel weiß ich dann scheinbar doch nicht mehr. Aber Galaxy bin ich mir unschlüssig. Skyrim. Origins bin ich mir relativ sicher, dass das, ja doch, muss es ja dann sein, 2000, warte mal, lass mich kein Bullshit, 2017, ne? 2017 Assassin's Creed Origins. Ende Oktober 2017 müsste, ja. Aber 2018 kam Dings, wie heißt das, der Nachfolger, Odyssey. Lenz, das ist richtig. Oh. Ja, die Games, die man selber relativ nah beim Release-Date geholt hat, die sollte man schon wissen. Ja, aber jetzt wird's lost. Jetzt kann ich nur noch so 50-50-Entscheidungen treffen. Wobei, warte mal. Oh, blamabel. Star Wars Battlefront, das ist der erste dann einfach gemein, ne? Genau, der für die PS, der erste für die PS4. Okay, ja, genau, das war's neu auf. Da gab es ja vorher schon zig Teile, Genau, aber davor gab es, ja, glaube ich, auch gut, schon dass das. zwei Teile oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja, die wären vor 2007 gewesen, ne? Ja, wir reden hier von der PS4. Vom PS4 Star Wars Battlefront 1, quasi. Emma World, das ist eigentlich auch so ein Begriff. Das Spiel steht da nicht umsonst, alle, ich weiß. Da bin ich mir aber nicht 100. Ich Ich habe extra bei den ganzen weiß. Games-Sachen immer Dark Souls und Monster Hunter reingenommen. Ehrenmann bist du. Ehrenmann. Aber Emma World ist. Das wurde ja auch zigmal verlegt, vor allen Dingen. Jetzt fickt das. Aber ich glaube, das gibt es schon länger als. Aber Dave hat sich das. Da hatten wir noch die Xbox, hat er sich das für. Und die haben wir 2018 verkauft. Also muss das 2018 gewesen sein. Ist das eingeloggt, Lenz? MH World, also Monster Ja, Hunter World und ja. 2018? Lenz, das hast du absolut richtig eingeloggt. Oh. Dem Herrn sei Dank, ey. Vier haben wir schon mal. Also, was ist das Frischeste von ich? Ja, gut, Galaxy 2 ist es nicht. Skyrim kann es auch nicht sein. Half-Life 2, was will ich denn damit? Anno 1800 ist auf, es gibt zig Anno-Spiele. Kann ich nichts mit den Jahreszahlen anfangen. Ich gehe aber mal, da bin ich mir auch relativ sicher, Far Cry 4 und 2000. Boah, nee, warte mal, nee, was für relativ sicher. Far Cry 5 kam 2018, das weiß ich. Dazwischen war eine lange Pause. Aber das gibt schon ultra lange. Also, was heißt ultra lange? Auf jeden Fall ein paar Jährchen davor. Far Cry 4 und 2014. Far Cry 4 soll 2014 rausgekommen sein. Ja. Boah, nicht, bitte nicht 2015.
Far Cry 4 ist 2014 rausgekommen, ja. Das ist richtig. Ach, jetzt habe ich auch mal ein paar Mal gelackt. Gut. Ja, aber es wird nicht einfacher. Galaxy 50-50. Aber ich glaube, ich gehe mit Galaxy 2. Ja. Wobei, warte mal, nee, ich gehe mit Star Wars Battlefront, das ist jetzt einfacher, und 2015. Das ist richtig, Lenz. Das Das ist ist. Oh, taktischer, dadurch, scheiße. dass man Ah, jetzt. stopp. Ah. Stopp. Moment, falsche Taste gedrückt. So, Star Wars Battlefront von Ich dachte 2015. schon, falsche Antwort gegeben. Nee, nein, nein, alles gut, alles gut. Nee, die Datei meldet sich nicht und sagt, sie haben eine falsche Antwort gegeben. Okay. Ich glaube, ey, wenn das falsch ist, dann bricht dir das auch das Herz, das weiß ich auch. Ich glaube aber, Galaxy 2 war 2010. Galaxy 2 Nicht sagst du 2011. 2010, Lenz. Ja. Ja. Brichst mir hier gerade das Herz, Lenz? Nein, du Nein. brichst mir nicht das Oh, Herz, Lenz. oh. Galaxy 2 jetzt kam 2010 raus. Das ist absolut korrekt. Damit geht Damit Lenz habe ich jetzt heute. das erste Mal eine Führung nach Ja, nicht das Ewigkeiten. erste Mal, ganz am Anfang noch, Oder ne? jetzt nach langer Zeit mal Ja, wieder, sagen wir es damit so. führt Aber dem Lenz nach langer Anfang sei Zeit. Dank, sagen wir es so. Lulu hätte ja vieles davon jetzt auch so zuordnen können. Ja, aber jetzt kommen wir zu den letzten drei Naja. Games. Genau, und wenn ich jetzt vorziehe, hat er ja gleich den Anfangsbonus. So, jetzt haben wir Anno 1800, Half-Life 2, Episode 2, kann ich, wie gesagt, überhaupt nichts mehr anfangen. Skyrim. Ich glaube, Skyrim ist halt sehr, sehr alt. Also es ist nicht 2019, jetzt die Frage 2011 oder 2007, und wie ordnen wir die anderen so? 1800, ey, was willst du von mir? Ich glaube aber Skyrim und 2007. Skyrim, sagst du Release-Jahr 2007? Oder vertue ich Lenz, mich damit im macht er hier das Genre? Ace? Nein, Lenz macht nicht das Ace, das ist falsch. Okay. Scheiße, ja gut, dann wüsste ich dann. Egal, Lulu darf ja auch mal wieder. Ja, Skyrim müsste dann 2011 sein. Skyrim 2011, Lukas, ist absolut Ah. korrekt. Anno 1800, 2019. Anno 1800, 2019, auch das ist korrekt. Und Und damit Half-Life 2007. Half-Life 2 Episode 2 bleibt nur noch 2007 übrig. Das ist Ich hätte übrigens absolut. nur drei mit Sicherheit sagen können bei dieser Kategorie. Ah, okay. FIFA 13 Anno und ne, das war's eigentlich. Okay, krass. Okay. Krass, Ja, das und hatte damit ich mehr erwartet liegt quasi. Lulu weiterhin in Führung. Und zwar mit 41 zu 39. Und damit fängt Lenz in der nächsten Kategorie mal wieder an. Und zwar lautet diese Kategorie Städte und ihr Breitengrad. Boah! Ja, lost. Städte und ihr Breitengrad. Und wir haben die Städte Tokio, Rio de Janeiro, Kathmandu, Stockholm, Sydney, London, San Francisco, Kairo, Rom und Paris. Ja, und die Breitengrade seht ihr da ja schon. Ich hätte jetzt so erstmal sofort pauschal mit Längengraden verwechselt. Ich habe mich schon nach rechts und links orientiert, nicht nach oben und unten. Fühle ich. So. Ja, wobei hier hinter ja sogar, ne, die Ja, Zahl, das die steht Buchstaben stehen. ja. Deswegen habe ich ja das dann auch danach gecheckt. Gut, ich meine, ein, zwei Sachen dürften relativ klar, also Sydney und 34 Grad Süd. Gehe ich jetzt einfach mal Sydney, mit. 34 Grad südliche Breite, sagst du, Lenz? Ja. Das ist richtig. Sydney Ich muss mich jetzt einfach am Äquator orientieren. liegt bei 34 Grad südlicher Breite. Dementsprechend bin ich bei Kathmandu. Wobei, ich lese mir nochmal durch. Doch, bei Kathmandu bin ich dann bei 22 Grad Süd. Kathmandu, 22 Grad südliche Breite, Lenz. Da bist du dir leider nicht sicher genug, Lenz. Das ist nicht richtig. Krass, krass, Kathmandu liegt okay. nicht auf der Südhalbkugel. Rio ist Rio de Janeiro, oder? Rio ist Rio de Janeiro, Ja. ja. Ja, dann ist das 22 Grad Süd. Rio de Janeiro liegt bei 22 Grad südlicher Breite. Ach, Korrekt. das liegt ja weiter unten, ja klar. Ja, ich war die ganze Zeit, Liegt in ja. Südamerika. Ja, das wusste ich, ne? Aber das ist ja auch alles, gerade Brasilien erstreckt sich ja rund um den Äquator, aber doch weiter runter, ja. Ist richtig. Damit bleiben nur noch auf der Nordhalbkugel Städte übrig. Jetzt wird's halt nicht so geil. Aber welche liegt ganz weit oben und welche liegt nicht so weit oben? Ich nehme Kairo Kairo, ja. und 27. Kairo bei 27 Grad nördlicher Breite. Lukas, diese Antwort
ist falsch. Oh. Damit darf Lenz wieder. Ja, dann gehe ich mit Kairo 30 Grad Nord. Kairo, 30 Grad nördliche Breite. Da hat er jetzt abgesnackt, das ist richtig. Ja, sorry, du musst auch mal sein. Alles gut. Aber ich war mir auch überhaupt nicht sicher, gerade jetzt, wenn es da um nur ein paar Grad geht. Aber klar, ist ja relativ nah noch am Äquator gelegen. Boah, gerade USA, San Francisco, kann ich überhaupt nicht. Also, das ist ja auch so. Boah. Natürlich bei den ganzen europäischen Städten, wenn man da einmal ein Gradmesser hat, dann kann man das zuordnen, aber man muss auch erstmal den Gradmesser erhalten. Kathmandu, Digga. Das liegt doch in Afrika, ne? Dann müsste es doch eigentlich. Nicht Afrika, oder? Ja. Ich hatte auch Muss nicht. Afrika sein. Kathmandu, Und Afrika. etwas unter Kairo kommt gut hin, weil Kairo ja den nördlichen Teil Afrikas abbildet. Dann ist das bei 27 Grad Nord abzubilden, Kathmandu. 27 Grad nördliche Breite, da liegt Kathmandu, ist richtig. Jawohl. Ja, stell vor, das wäre jetzt irgendwo in Asien oder so gelegen. Wer Ist das nicht in Asien? weiß. Ich hätte Kathmandu jetzt Indien zugeordnet, um ehrlich zu sein. Ach ja, wenn das, klar, wenn es zu Indien ist, ich habe es jetzt Afrika erstmal zugeordnet. Ich bin mir Bullshit, jetzt aber aber, klar, jetzt wenn bin ich das mir da aber sehr, jetzt hast du liegt. mich so damit, weil du jetzt so felsenfest davon überzeugt hast, bin ich auch nicht mehr sicher. Kannst du eben googeln. Kathmandu, google ich, während Lenz mal eben überlegt. Aber Kathmandu ist, ah nee, ist Nepal. Direkt unter Nepal, Indien. aber auch Asien. Oh, ach, die Hauptstadt, ne? Ja. Ja, scheiße. Oh. Ah, die Stark. Geografie-Genies hier am Start, ey, geil. Oh, shit. Ganz stark, ganz großes Kino von uns. Ja. Erdkunde LK war am Ja, Start. Erdkunde-LK, uns. Aber ist nah genug dran an Indien, dass es vielleicht noch etwas okay ist. So. Ja, Lenz. Ich gehe mit Tokio 59 Grad Nord. Tokio ist die nördlichste Stadt, sagst du? Ja. Das ist falsch, Lenz. Tokio liegt nicht bei 59 Grad nördlicher Jetzt Breite. war nicht dran. Ja, dann da kommt ja eigentlich nur ein anderer. Ne? Ich glaube, ja, gehe ich mit Stockholm und 59. Ja. Stockholm liegt bei 59 Grad nördlicher Breite. Das ist korrekt. Damit Scheiße. übernimmt Lulu wieder die Führung. London Ja. und 52. London willst du bei 52 Grad nördlicher Breite einordnen? Hätte ich Liegt jetzt auf jeden Fall nicht. bei 0 Grad in der Länge. Ich weiß gar nicht, ob es östlich oder westlich ist, ob das irgendwie zählt zu einer der beiden Seiten, aber es liegt bei 52 Grad nördlicher Breite, das ist Ist richtig. echt so hoch, stark. Hätte ich jetzt intuitiv nicht so gemacht. Paris. Ja. 49. Paris ordnet es dann 49 Grad nördlicher Breite zu. Lenz, hättest du das gemacht? Nee. Lulu hat aber recht. Paris liegt bei Naja, 49 krass. Grad Also nur so ein bisschen drunter, theoretischer nördlicher Breite. Breite. Also das ist stark. Dass Tokio so weit unten in Anführungsstrichen liegt, hätte ich nicht gedacht. Aber da muss man auch genau quasi Referenz ziehen. Und dann Japan erstreckt sich doch dann auch über einige Breiten gerade. Tokio. Ja. 35. Tokio, sagst du, liegt am südlichsten von den drei Städten. Und damit liegst du mal wieder goldrichtig, Lukas. Als ob. 35 Grad nördliche Breite, Tokio. Krass, Ja, liegt krass. Ja, natürlich okay. relativ weit, Nepal lag ja auch so weit südlich. relativ weit im Ja. Süden, ne, von Japan. Ja. Ja. Jetzt ist Wie sind 50-50 eigentlich, Rom ne? und San Francisco? 50-50 Das kannst du Chance. eigentlich. Ja. Wenn es so weit auseinander wird. Ja, 50-50 San Francisco 38. San Francisco, 38 Grad nördliche Breite. Lulu, der Guess ist absolut korrekt. Und 42 Grad kommen dann noch zu Rom. Und damit steht es nach dieser Runde 48 zu 42 für Lukas. Aber ich glaube, es ist wieder ganz gut, dass Lenz gleich anfangen darf. Wir nähern uns dem Ende dieser Show. Die letzten paar Kategorien kommen noch. Wie viele kommen noch? Es kommen Fünf, ne? noch fünf. Jawohl. Und
Die fünftletzte Kategorie sind Fußballspieler und ihre Nationalteams. Und wir haben die Nationalteams Italien, Niederlande, England, Brasilien, Belgien, Wales, Frankreich, Schweden, Belgien und Argentinien. Und die Fußballspieler Dani Alves, Yannick Carrasco, Zlatan Ibrahimovic, Paulo Dybala, Lucas Hernandez, Hector Bellerin, Memphis Depay, Moise Kean, Aaron Ramsey und Bukayo Saka. Und Lenz Ja, darf das ist beginnen. schon wieder eine einfache Kategorie. Das ist mal wieder Ja, eine das, also einfache. kann ich jetzt auch auf Anhieb eigentlich fast jeden zuordnen. Fangen wir mal an mit Zlatan Ibrahimovic und Schweden. Zlatan, der König und Schweden. Habt ihr das letztens gehört, was er gesagt hat? Warum er die Nummer 7 offen, warum er die Nummer 21 hat? Nee. Er meinte so, ja, 7 mal 3 ist 21 und ich bin dreimal besser als Cristiano Ronaldo. Ja, Zlatan ist natürlich Gute der gute alte Zuordnung. Schwede. Ja, Paulo Dybala und warum was Argentinien? Paulo Dybala spielt für Argentinien. Das ist richtig. Dann Lucas Hernandez für Frankreich. Lucas Hernandez spielt für Frankreich. Das ist korrekt. Morgen, das, was du lieber willst. So, dann haben wir den Memphis Den Memphis. für die Niederlande. Der Memphis, der spielt für die Niederlande. Das ist richtig. Dann den Herrn Carrasco für Belgien. Yannick Carrasco spielt für die belgische Ach, wir Nationalmannschaft. haben zweimal Belgien, sehe ich auch, ne? Ne, Brasilien. Oh lol, hä? Moment, das kann eigentlich nicht sein. Da habe Du ich einen hast Spanien Fehler, vergessen. genau. Einmal Natürlich, Spanien, ja. genau, Hätte ich da auch ist. gesagt. Gut, dass du Bescheid wisst. In den Lösungen steht es richtig, aber ich habe es hier falsch abgetippt. Ja, Das natürlich passiert fehlt auch. Spanien, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es in der Grafik auch richtig habe. Okay. So. Dann haben wir Aaron Ramsey und Wales. Aaron Ramsey spielt für Wales. Das ist richtig. Das ist der Ausgleich. Dani Alves für Brasilien. Dani Alves spielt für Brasilien. Das ist absolut korrekt. Dann, wen haben wir denn? Moise Kean. Warte mal, haut das denn überhaupt noch hin? Bukayo Saka. Saka. Ich hatte das Ding. Nee, schon alles gut. Hector Bellerin müsste Spanier sein. Sicher? Boah, habe ich bei FIFA aufgepasst? Ja, also ich habe den nie mit dem italienischen Logo gesehen. Es sei denn, der hat auf einmal die Nationalität geändert. Ja, dann so wie ist. einmal Rick Laporte. Ja, Alles genau. gut. Ich Alles gut, dachte, ich höre Lenz. nicht Hector richtig. Bellerin ist Laporte bei Spanier. Spanien, ne? Er ist Ja. Spanier. Boah. Saka. Ich habe die ganze Zeit den Engländer, der in Elfmeter, aber das war Sakko. Nee. Wie ist der? Ja, die beiden Finalisten sind noch drin. Ja. Der EM. Aber Keen? Moise Keen, ich hätte ihn jetzt prinzipiell aufgrund seines Namens hätte ich ihn jetzt ja, als Franzosen quasi zugeordnet, aber das hat mich jetzt ein bisschen getriggert. Dann ist er vielleicht doch ein ganz anderer Land. Aber ich bin mit bei Saka. Müsste doch derjenige sein, der den entscheidenden Elfer verschossen hat und der ist dann bei England. Finale Antwort. Genau, ja. Lenz, dein Gedächtnis hat dich Statistik. nicht im Stich gelassen. Saka Gut, hat ja, den wenn das auch vor allen entscheidenden Dingen der ist, kann ja auch verschossen. Das ist Schuss sein. der. Und Moise Kean ist Italiener. Und damit Moise Kean ist geht Italiener. Lenz heute zum allerersten Mal nach dieser Kategorie in Führung. Also nach einer Kategorie. Das heißt, Lukas darf nachziehen in Kategorie Nummer Jawohl. 10. Endlich, Das ich ist gönne dir das wieder auch mal. ein Scheiß-Thema. 52 zu Ja, 48 ich hatte jetzt auch steht's. wirklich mit den Zahlen und Fußball hatte ich echt Glück, ne? Du hättest ja auch alles jetzt gewusst, Lulu. Es geht Ja. wieder um Erscheinungsjahre, aber Oh. diesmal nicht um Games, sondern um Filme. Und wir haben, die Erscheinungsjahre sage ich mal wieder nicht, okay. Wir haben Star Wars Episode 7, Wall-E, Spider-Man Far From Home, König der Löwen, der Animationsfilm ist damit gemeint,
Matrix, Herr der Ringe 3, Maze Runner 3, Harry Potter 7 Teil 2, Titanic und Der Hobbit 2, also Smaugs Einöde. Welcher König der Löwen ist gemeint? Immer noch der Animationsfilm. Ja, okay, ich habe nicht zugehört. Okay, Wall-E? Ja. 2008. Wall-E, der beste Animationsfilm aller Zeiten, ist 2008 erschienen. Das ist richtig. Echt? Ach, ich habe das jetzt mit E.T. verwechselt, sorry. Aber ich habe beides gesehen, also keine Panik. Okay. Ja, weil E.T. liegt ja dann doch ein paar Jährchen zurück. E.T. liegt ein paar Jährchen zurück, ja. Okay. Spider-Man 2019. Spider-Man Far From Far from Home home. kam nach Avengers Endgame raus in dem Sommer von 2019. Das ist richtig. Hätte ich auch nicht Da hundertprozentig muss ich auch mal gewusst. eben den hier machen und dafür mache ich dann einmal den hier. So, ja komm, so. So, alles klar. Ja, Spider-Man Far From Home. Nee, und der hat alles gegeben. 2019, Punkt habe ich dir noch nicht gegeben, ne? Nee, das kriege ich dann noch, ja. Sehr gut. So. Herr der Ringe 3 Ja, die Rückkehr des Königs. 2003. Herr der Ringe 3. Muss ich in meine Lösung gucken, weil das weiß ich selbst nicht auswendig. Kam 2003 raus, das ist richtig. Okay, da war Matrix 1999. Matrix kam 1999 raus. Auch das ist mal wieder korrekt. Harry Potter 7 Teil 2 2011. Harry Potter 7, also die Heiligtümer des Todes, Teil Nummer 2. Lulu macht hier einen Speedrun, das ist richtig. Ja, das hätte ich auch gewusst. Oh. Titanic 97. Titanic Ja, 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 1970, ja. 97, ja, Len, mein Gott, Lulu. Ist auch absolut korrekt, ja. Der König der Löwen 94. König der Löwen kam 1994 raus, das ist auch recht eindeutig jetzt, glaube ich, dann. Und dann bleiben noch drei Filme übrig. Jo. Dabei Ich müsste muss die dann. zuordnen. Star Wars Episode 7 Ja. 2015. Star Wars Episode 7 2015 eingeloggt. Und auch das ist absolut korrekt. Und der Hobbit 2 2013. Und auch das ist korrekt. Und Und damit Maze bleibt Maze Runner bei 2018, Maze Runner 3. Und damit haben wir nach dieser Kategorie, nach Kategorie Nummer 11, ne, haben wir Ja. den Punktestand. Hä, nee, war es Kategorie 11 oder 10? Ach, ey, keine Ahnung. Es bleiben auf jeden Das Fall noch. elf, elf. Ja, es war Kategorie 11, ist richtig. Und damit haben wir den Punktestand von 58 zu 52 für Lukas. Und damit bleiben nur noch zwei Kategorien übrig, wa? Guck mal eben, eins, zwei, ja, zwei Kategorien noch, die letzten beiden. Und es geht erneut als nächstes um Städte. Diesmal aber nicht um den Da muss ich dann Breitengrad. noch. So. So um den Längengrad. Es geht auch nicht um den Längengrad, sondern, Einwohnerzahl? nein, es geht um Fläche? die Zeitzone. Oh. Boah. Da werde ich aber mal eben. Und natürlich die Zeitzone anhand der Greenwich Mean Time, wie ihr hier sehen könnt, also London, ne? Und zwar ist die Sommerzeit da nicht mit drin. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Hallo, warum? Wo sind jetzt eure Punkte hin? Hä? Es funktioniert nicht. Was war es? 58, 52, ne? 58, 52, ja. Muss ich mal eben so. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht mehr ging. So. Alles klar. 58 zu 52. So. Perfekt. Ja, und wir haben die Städte Dubai, Peking, Sydney, Los Angeles, Wellington, New York, Moskau, Paris, Kapstadt und Tokio. Und Lenz darf beginnen. Okay, Paris plus eins. Paris, Greenwich Mean Time plus 1, sagt der Lenz. Und das ist natürlich absolut korrekt. Ich finde es jetzt schon nicht mehr so einfach, muss ich sagen. Aber. Boah, das ist aber auch fies. Das ist fies. New York müsste minus 4 sein.
New York gibst du Ranch Meter minus 4. Lulu stimmt dir schon zu, das ist korrekt. Okay, ja, ich war mir nicht, aber klar, New York liegt ja ganz im Osten und dann LA dementsprechend minus 7. LA dementsprechend minus 7, auch das ist Okay. korrekt. So, das waren jetzt so die Punkte. Jetzt ist es schon nicht mehr ganz so einfach. 2 plus 3 plus 4, da muss man sich jetzt ja nach der Reihe nach, aber dadurch, dass wir auch noch in den Süden ausschlagen, macht es das nicht so viel einfacher. Warte mal, wir gucken mal. Dings und unten ist aber noch viel weiter. Jetzt, ich glaube aber, Wellington müsste dann. Boah, lass mich weh, es ist falsch. Plus 12 sein. Wellington gibt's Greenwich Mean Time plus 12 Lens. Ja. Ja? Ja. Nicht so grübeln, das richtig, Lens. Gut. Ich war mir nicht sicher, weil, ne, Neuseeland, dann liegt das doch noch mal weiter rechts als beispielsweise Australien. Ja. Den haben wir noch. Muskok. Nee, Eigentlich ist jetzt Kapstadt. einfach. Lulu Winston. callt schon, dass es easy wird, Lenz. Das heißt, wenn du jetzt verkackst, könnte der Druck, Abend ja. für dich gelaufen sein. Dann staubt er ab. Ja. Ich gehe mal da rein. Ich gehe dann mit Sydney plus 10. Sydney, sagst du plus 10? Ja. Das ist richtig, Lenz. Sydney liegt bei plus 10. So, dann Tokio plus. Warte mal. Was haben wir noch? Tokio plus 9. Tokio, Greenwich Mean Time plus 9, Lenz. Ist ganz Ja. sicher? Ja. Das ist richtig. Das ist der erneute Ausgleich für Lenz. Peking plus 8. Peking. Zu Greenwich Mean Time packt er plus 8 dazu. Bei Peking, das ist absolut richtig. Geht Lenz in Führung. Jetzt finde ich es nicht mehr ganz so einfach. Aber wenn ich mich nicht irre. Ach man, auch Kapstadt ist fies. Kapstadt, Moskau und Dubai. Eins oben, eins mittig und eins unten. Ich glaube aber, Kapstadt ist dann plus 2. Kapstadt, willst du plus 2 zuordnen? Ja. Das ist absolut korrekt, Lenz. Kapstadt Jawoll. liegt bei der Greenwich Mean Time plus 2. Jetzt eigentlich müsste es so sein, wenn nicht Moskau liegt ganz im Westen Russlands, Dubai, habe ich immer wieder Schwierigkeiten, Vereinigte Arabische Emirate so auch zuzuordnen. Was müsste Moskau plus 3 und Dubai plus 4 dann sein? Lenz, damit machst du das Ace perfekt. Wow. Moskau liegt bei plus 3 und Dubai bei Greenwich Mean Time plus 4. Und Jawohl. damit kommt nun die letzte Runde und Lenz liegt vorne. Wir haben einen Punktestand von 62 zu 58 für Lenz. Und wir kommen jetzt zur letzten Kategorie. Es ist sehr interessant, dass Lenz führt, denn diese Kategorie hätte ich jetzt Lulu am ehesten gesehen. Okay. Und er darf jetzt auch anfangen. Ja. Es geht um Charaktere. Und zwar Okay. Charaktere aus Film, Serien und Videospielen. Ei. Und dann, Moment, da gehe ich nochmal wieder hoch. Punkte werden wieder rauskopiert. So. Charaktere aus Filmserien und Videospielen. Wir haben die Charaktere Gordon Freeman, Professor Eich, Phoenix Wright, Bilbo Beutlin, Nathan Drake, Molly Hooper, Ethan Mars, Beth Harmon, Hank Anderson und Julia Capulet. Und die Filme, Serien bzw. Videospiele. Das Damengambit, Sherlock, Detroit Become Human, West Side Story, Half-Life, Herr der Ringe, Pokémon, Ace Attorney, Heavy Rain und Uncharted. Lukas, bitte beginne die letzte Runde. Ach Mann. Scheiße. Okay, Gordon Freeman, Half-Life. Gordon Freeman. Gordon Das Freeman zum fängt Beispiel an hätte ich mit überhaupt nicht Half-Life. Gordon Freeman, gewusst. der Aber gut, dass du das sofort Hauptcharakter nimmst. aus Half-Life, das ist Ja. korrekt. Professor Eich, Pokémon. Professor Eich ist ein Charakter aus Pokémon, das ist richtig. Maschine. Phoenix Wright, Ace Attorney. Phoenix Wright Ace Attorney, der Name ist Programm von dem Spiel, das ist Das hätte ich absolut sogar auch gewusst. korrekt. Ja, Weil durch Nico weiß ich das nur. richtig. Salle sei Dank. Bilbo Beutlin, Herr der Ringe. Bilbo Beutlin, Herr der Ringe. Absolut richtig.
Nathan Drake Uncharted. Nathan Drake kommt aus Uncharted. Auch das ist korrekt. Dann machen wir weiter mit Beth Harmon, das Damengambit. Beth Hätte ich auch nicht Harmon, gewusst. der Hauptcharakter natürlich aus dem Darm. Was, Lenz? Aber du bist doch so ein Schachfan. Ja, aber ist Als eine ob du richtig das gute nicht Serie. Gesehen hast dann. Naja, okay. Ethan Mars, Heavy Rain. Ethan Mars, der Hauptcharakter, einer der Hauptcharaktere aus Heavy Rain. Wie heißt denn der Ethan von den aktuellen Dingsspielen? Resident Evil Teil mit Nachnamen. Winter, sorry. Ja. Keine Ahnung. So, Lukas, einer noch und dann hast du den heutigen Abend für dich entschieden. Okay, Julia Capulet. West Side Story. Julia Capulet ist eine Figur aus der West Side Story. Herzlichen Glückwunsch, Lukas, zu deinem Sieg und jetzt kannst du es noch veredeln. Ja, Hank Anderson, Detroit. Hank Anderson aus Ja, Detroit Become Human und dann bleibt natürlich nur noch Molly Hooper übrig für Sherlock und damit ist die heutige Spielshow Zuordnen vorbei. Und es war ultra knapp und wir haben einen Endpunktestand von Lenz 62 Punkten und dem heutigen Gewinner herzlichen Glückwunsch an Lukas mit 68 Punkten. danke. War 68 zu ziemlich knapp 62. diesmal. Es war knapp. Ich hätte mir sogar vorstellen können, wenn Lulu jetzt zum Beispiel mit einem Punkt geführt hätte vor der letzten Kategorie, dass Lenz das noch Jo, gewonnen hätte. dann hätte ich das geholt, ja. Aber Also es wäre zumindest, dadurch, dass ja. Lenz die Zeitzonen wusste, hat er sich quasi damit gedoomt, kann man so sagen. Ja, naja, aber Und insgesamt schon verdient, Lulu. Nur du hast auch so die richtige Nase, den richtigen das Instinkt an richtige mancher Stelle Näschen gehabt, den gehabt. ich verkackt habe. Ja. Ja, und Von daher Leute, ist schon. wenn euch das gefallen hat und ihr demnächst mehr sowas sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Und Glocke dann, aktivieren. ja, die Glocke aktivieren, ganz wichtig, sonst Genau, bekommt ihr damit das ihr nicht nichts mit mehr in eurer verpasst. Abo-Box. So, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.